Mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video schauen wir uns an, wie so eine 3D-Brille funktioniert, beziehungsweise es gibt ja auch so verschiedene Arten. Das erfährst du in diesem Video. Für das 3D-Sehen brauchen wir zwei Bilder. Und zwar mit ein bisschen Abstand werden die tatsächlich auch aufgenommen, so wie das unsere Augen auch machen. Und dann muss das richtige Bild ins richtige Auge. Und die erste Idee, die man so hatte, waren diese Rot-Cyan-Brillen. Das rechte Auge hat hier im Prinzip so eine Cyan-Folie bekommen. Und das linke Auge eine entsprechende rote. Das Problem bei diesen Brillen war halt, dass der Farbeindruck etwas gelitten hat, aber prinzipiell haben sie eigentlich ganz gut funktioniert. Heutzutage gibt es noch viele weitere Techniken. Ich will jetzt nur noch eine zeigen. Und zwar habe ich hier eine Brille, die mit der Polarisationstechnik funktioniert. Und das kann ich sehr einfach nachweisen, indem ich eine zweite Brille nehme. Wenn ich die drehe, kann man nicht mehr durchgucken. Durchgucken, nicht mehr durchgucken. Polarisation kann man sich im Prinzip ganz einfach vorstellen. Ich habe jetzt hier mal nur eine einzelne Folie. Wenn du zum Beispiel einen Stein ins Wasser fallen lässt, dann breiten sich ja auch Wellen aus und dann müssen ja die Wassermoleküle irgendwie schwingen. Und in dem Fall schwingen sie beispielsweise nach oben und unten. Und Licht kann man sich im Prinzip als Welle vorstellen, als elektromagnetische Welle. Und diese muss ja in irgendeine Richtung schwingen. Und wenn man mal jetzt beispielsweise davon ausgeht, dass alle möglichen Richtungen vorkommen, dann macht diese Folie nichts anderes, als nur eine einzige Richtung durchzulassen. In dem Fall ist es eine Folie, die praktisch diese Richtung hier durchlässt. Also vertikal. So, jetzt habe ich hier eine zweite Folie, die lässt auch vertikal durch. Und wenn ich die übereinander lege, kann ich natürlich durchgucken, weil alles, was vertikal ist, kommt durch. Wenn ich die jetzt aber drehe, die hier lässt jetzt, weil ich sie gedreht habe, nur noch horizontal durch, die nur vertikal. Und wenn ich die übereinander lege, kommt natürlich gar nichts mehr durch. Jetzt ist natürlich noch die Frage, warum ist, wenn ich das so ein bisschen drehe, sehe ich dann was? Es wird immer dunkler, 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 bis ich nichts mehr sehe. Das ist auch relativ einfach zu erklären. Das funktioniert am besten mit diesem Versuch hier, wenn ich die nämlich so stelle, dass ich nichts mehr sehe und dann hier eine Schrägreihe mache, kann ich ja wieder durchgucken. Was passiert, ist ganz einfach. Die erste Folie tut alles durchlassen, was diese Richtung ist. Diese Folie, die Schräge, die lässt ja eigentlich das durch, was so ist. Die erste hat das ja so polarisiert. Und das kann ich aufteilen in eine Komponente in diese Richtung und eine Komponente in diese Richtung. Diese Komponente in diese Richtung wird von dieser Folie nicht durchgelassen, aber die Komponente in diese Richtung wird von der Folie durchgelassen. Und die letzte Folie, die macht das entsprechend hierfür. Das heißt, so ist das Licht polarisiert. Also die lässt jetzt nur noch das durch, was horizontal polarisiert ist. Und so ist es seit der letzten Folie sozusagen polarisiert. Und der Anteil darf durch, der Anteil wird nicht durchgelassen. Und so kommt praktisch ein bisschen was durch. Und ja, so funktioniert das Ganze. Und in der 3D-Brille sind einfach zwei Folien und mit die 90 Grad Winkel zueinander, die sind auch schräg angeordnet. Warum man die nicht eine horizontal und eine vertikal, das habe ich leider nicht rausgekriegt. Die sind im Prinzip aber im 90 Grad Winkel zueinander angeordnet und dadurch kommt immer das richtige Bild ins richtige Auge. Mit allen Farben. Soweit zur 3D-Brille.
Hier sind zwei Polarisationsfolien. Die erste Polarisationsfolie links lässt nur Licht hindurch, das sozusagen in Anführungsstrichen die richtige Schwingungsebene besitzt. Und das ist in dem Fall, wie das hier dargestellt ist. Bei der zweiten Polarisationsfolie, die im Prinzip das Gleiche macht, gibt es aber nochmal eine interessante Geschichte. Die sieht man hier. Und zwar, wenn man diese Polarisationsfolie ein bisschen dreht, kommt immer noch Licht hindurch. Das hängt damit zusammen, dass man dieses polarisierte Licht in sozusagen eine Komponente parallel zu der Polarisationsrichtung der Folie und senkrecht zu der Polarisationsrichtung der Folie aufteilen kann. Und erst wenn beide Polarisationsfolien senkrecht zueinander stehen, wird wirklich alles Licht geblockt.